Moin. Jo, heute mal ein kleines Video zum Chirurgoff, zum T95 Flipper. T steht da für Turtle Pattern. Ja, dieses Schildkrötenmuster. Ich hatte diese Variante vor einiger Zeit schon mal da, habe es damals aber nie wirklich ausgiebig nutzen können. Ja, und über die Zeit jetzt, über die letzten 2 Jahre, kam dieses Messer halt thematisch immer mal wieder auf. Entweder ich oder auch ein paar andere Jungs haben dieses Messer immer mal wieder genannt, wenn es zum Thema annähernd perfektes Messer ging oder Beuteschema-Messer, Wunschliste, was da noch draufstehen würde. Und bei mir tauchte halt das Chirurgoff immer wieder auf. Das hatte damals mächtig Eindruck hinterlassen. Genauso war aber auch ziemlich klar, dass ich mir das nie holen würde, weil es mir einfach preislich too much ist. Die kommen ja von Chirurgoff selbst in einem bezahlbaren Rahmen, sage ich jetzt einfach mal, wenn man bereit ist, ein bisschen Geld für Messer auszugeben. Wer jetzt nicht mehr als 20, 30 Euro für ein Messer ausgeben möchte, für den ist das natürlich dann noch ein Irrsinnspreis, aber ja, für Leute, die sagen, ich kaufe mir ein Reef, das ist schon okay, da habe ich ein ganzes Leben lang, wenn ich denn pfleglich mit meinem Messer umgehe, was davon, sind die Preise von den Machern ab Werk sozusagen okay beim Chiro. Auf dem zweiten Markt sieht es dann schon wieder anders aus, da schießen die ganz schön in die Höhe, je nach Modell und je nach Zustand des Messers. Und ja, das ist schon ein sehr großes Hindernis, sich so ein Modell dann zuzulegen. Tauchen immer mal wieder welche auf, welche gebraucht zu beziehen sind. Und die kommen dann manchmal auch in eine Schlagdistanz, wo man kurz überlegt, ich muss aber allerdings gestehen, nie ernsthaft, ja, wo man überlegt, ob man sich das jetzt mal holen würde. Ab und zu taucht halt mal eins für 500 auf, für 600 auf und da denkt man, ach, sollte ich jetzt vielleicht das mal auschecken und so weiter und so fort. Letztendlich hat es aber auch wirklich im Ansatz nie gereicht, dann ernsthaft zu sagen, so, das kaufe ich mir jetzt. Ich habe da mein persönliches Limit und das liegt bei, ja, jetzt seit Jahren schon bei 350 Euro. Die habe ich selber noch nicht überboten. Und wenn ich ein Messer habe, ich habe ein paar, die liegen über dem Preis von 350 Euro. Dann aber, weil ich die entweder auf dem Zweitmarkt gekauft habe und sie einfach günstiger waren oder ich sie einfach das... die Freude hatte, sie geschenkt zu bekommen. Und ansonsten hört es da dann einfach für mich auf. Aber der Wunsch, das Chiro mal ein paar Wochen zu nutzen, um einfach wirklich zu wissen, die eigene Erfahrung zu machen, wie gut ist denn dieses Messer jetzt, der war halt absolut vorhanden nach wie vor. Und da hat mir dann der liebe Mike, Link zum Mikes Kanal, Hugin Munin, findet ihr in der Videobeschreibung. Der hat mir halt angeboten, das Messer mal rumzuschicken. Und ich habe es jetzt, ich muss mal kurz in mich gehen, ich denke so 3 Wochen, eventuell ein ganz bisschen länger, aber ich glaube, es war nicht mehr als ein Monat. Ein knapper Monat, ungefähr zwischen 3-4 Wochen getragen. Als EDC. Und ja, mein Dank geht an dich raus, Mike. Das ist toll. Das ist toll, die Szene, die einen an sowas immer teilhaben lässt, beziehungsweise die es einem ermöglicht, sowas mal zu machen. Ja, was kann ich über das Messer sagen? Also nach einem Monat, nach einem knappen Monat Nutzung, normale Schneidaufgaben, was halt auf der Arbeit anfällt, was zu Hause anfällt, was anfällt, wenn man unterwegs war, hat das so alles geleistet, kein Missbrauch, also ich habe damit nicht gehackt, ich habe damit nicht gehebelt, all solche Arbeiten wurden wirklich ausgeschlossen,
Aber halt, wenn mal dickwandige Kartons zu schneiden war, dann musste dieses Messer ran. Und wenn mal ein Kürbis zerteilt werden musste, dann musste dieses Messer auch ran. Solche Dinge halt, ne? Das ist dann auch schon ganz wichtig, finde ich, ein bisschen mehr Einsatz zu fordern von einem Messer, damit man beurteilen kann, wie zum Beispiel die Axtschraube auf Stress reagiert, auf Energie. Fängt die Klinge an zu wandern, beziehungsweise löst sich die Axtschraube. Und wie ist es um den Stahl bestellt? Da haben wir hier den S30V, den ich sehr mag, mit einer wirklich extrem langen Klinge, die flach geschliffen ist. An der stärksten Stelle reden wir von circa 4 mm, läuft dann kontinuierlich nach vorne dünn aus und hat dann eine durchaus ja, penetrierfreudige Spitze, aber nicht so dünn wie bei manch anderen Modell. Also das passt schon. Da haben die einen relativ anständigen Kompromiss gefunden. Zu Missbrauch lädt die Spitze jedoch definitiv nicht ein. Zur Optik möchte ich gar nichts weiter sagen. Da verweise ich einfach mal auf meine erste Vorstellung zu den Shiro-Modellen. Die verlinke ich euch auch mal in der Videobeschreibung. Da hat sich bei mir nämlich nichts geändert. Optik spielt definitiv mit der Verarbeitung, mit der Handlage, mit der Performance und dem Preis spielt Optik natürlich ganz klar auch eine Rolle, wie mich ein Messer beeinflussen kann, zum Positiven oder Negativen. Und hier ist es ganz klar positiv. Ich finde, das ist ein großartiges Design. Das ist eine tolle Linie, wo ich sofort finde, man erkennt sofort, liegt gut in der Hand, damit lässt sich gut arbeiten. Ich finde eine leicht, nicht aggressiv, aber tja, was könnte ich jetzt sagen? Aggressiv klingt zu viel. Weiter runter zu kurbeln, ein anderes Wort zu finden, klingt mir dann wieder zu lasch. Es ist schwer zu beschreiben. Vielleicht findet ja einer da eine Beschreibung, hat da ein Adjektiv parat, was man da reinsetzen könnte. Es hat auf jeden Fall halt etwas, was es eindeutig nicht als kleines Taschenmesser oder eventuell als Spielzeug durchgehen lassen könnte. Das Messer ist schon eine klare Ansage von der Optik und die gefällt mir einfach sehr. Das Turtle Pattern sieht großartig aus. Ich mag das Logo, den Shiro-Bären. Ich mag die Hardware, ja, die Axtschrauben. Wie der Flipper angebracht ist. So, jetzt bin ich aber doch wieder bei der Optik. Lassen wir das einfach mal. Gefällt mir also wirklich alles nach wie vor sehr, sehr gut. Was könnte ich denn jetzt benennen nach den Wochen im Einsatz, was negativ wäre? Quasi nichts. Das Einzige, was mir am Anfang aufgefallen ist, die Achsschraube hat sich gelockert, zweimal in den Wochen. Dies hatte jedoch nie Auswirkungen auf den Klingenstand. Der blieb immer nett und gut und fein, wirklich klasse. Ich würde sie wahrscheinlich, wenn es mein Messer wäre, mit ein bisschen Schraubenfest sichern. So habe ich sie kurz nachgezogen und gut war. Wie gesagt, der Klingenstand hat sich dadurch nicht verändert. Die Klinge sitzt auf dem Kugellager. Das ist ein Ballbearing-System mit kleinen, lose liegenden Kugeln im Kugellager. Wenn man das Messer halt auseinander nimmt, muss man, also speziell bei diesem Modell, ist natürlich bei den Shiros, die verwenden verschiedene Kugellager, von Modell zu Modell anders. Hier muss man sehr vorsichtig sein, wenn man das Messer auseinander nimmt. Ja, das habe ich jetzt nämlich getan. Ich habe das Messer nochmal gereinigt. Nach all den Wochen Einsatz, ja, kommt natürlich der Schmutz rein und dadurch war der Klingenlauf nicht mehr ganz so wunderbar wie am Anfang. Jetzt ist das wieder, Mike versprochen, sind alle Kugeln drin, ist nichts verloren gegangen. Ja, und die Klinge, ich würde fast wetten, ja, dass du das Empfinden hast, die läuft, wenn nicht mindestens genauso gut, dann sogar noch besser oder umgekehrt. Ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, was ich sagen wollte. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass die Klinge ganz wunderbar zufällt. So sollte das sein. Und halt absolut kein Klingenspiel, egal in welche Richtung. Und dann ist das wirklich das Einzige, was ich negativ bewerten könnte
bei diesem Messer. Ich finde, der Clip hat einen hervorragenden Job gemacht. Der hat immer sicher gehalten, der ließ sich gut einstecken. Der Framelock, der Titan-Framelock, der steht saumäßig knapp. Von Anfang an, der hat sich jetzt nach Tausenden von Öffnungen, und es waren Tausende von Öffnungen, nicht nur durchs Arbeiten an sich, sondern natürlich der Großteil allein durch Spielen, der ist kein Stück weiter gewandert. Auf Belastung reagiert er einfach mit Desinteresse. Fantastisch, wirklich fantastisch. Kenne jetzt auf die Schnelle kaum etwas Vergleichbares, wo ich das so großartig empfunden habe. Ähnlich geht mir das beim Exorzist, dass ich jetzt ja auch schon eine ganze Ecke habe. Und da will der Framelock auch einfach nicht weiter wandern. Der steht ganz stur da, wo er ist. Und das ist schon großartig. Mir persönlich vermittelt er auch ein totales Vertrauen, weil ich jetzt mit dem Messer über ein paar Wochen gearbeitet habe. Und da war auch nie nur der Ansatz davon, dass man die Klinge hätte zuklappen können auf Druck. Der greift einfach gut. Der scheint gut zu fassen. Da scheint auf beiden Seiten sich eine Auflagefläche entwickelt zu haben oder ab Werk so eingestellt worden zu sein, dass die Kontaktfläche einfach Push liegt, ein Zug aufeinander entwickelt und die Klinge einfach sicher gehalten wird. 10 von 10 Punkten, wirklich großartig. Der S30V hat sich gut geschlagen. Da könnte ich jetzt nichts Nennenswertes erzählen, dass er besser wäre als ein anderer S30V, wie von Spyderco, von Benchmade, etc. pp. Bla bla. Ist nach wie vor ein guter Stahl. Mit Rost gab es keinerlei Probleme. Ja, und hat die Schärfe, die Kante anständig gehalten. Die Klinge hat jetzt nach ein paar Wochen schon Schärfe verloren. Ist immer noch eine anständige Gebrauchsschärfe. Ich lasse das jetzt natürlich so, da es nicht mein Messer ist. Und bei Messern in dieser Preiskategorie, da geht man lieber nicht einfach mal hin und knallt eine neue Schneidphase drauf oder schärft mit einem Medium groß nach. Da lässt man die im Original. Man weiß ja nie, ob das Messer nochmal verkauft wird. Und so seltsam es klingt, nicht jeder findet es toll, bei teuren Messern, wenn eine neue Faser aufgebracht wurde. Das kann mitunter den Werterhalt einfach negativ beeinflussen. Deshalb werde ich das so, wie es jetzt ist, ich habe es einfach nochmal übers Jeansbrett gezogen und so kommt das dann zurück zu Mike und der Stahl hat einen guten Job gemacht. Was ebenfalls absolut positiv zu bemerken wäre, ist, wie wunderbar weich das gearbeitet wurde hier beim Framelock. Das Entriegeln ist immer völlig sticky, kennt dieses Messer einfach nicht. Und das tut überhaupt nie weh. Macht beim Spielen natürlich wunderbar Spaß. Und auch wenn man es tagsüber öfter mal benutzen wird, der Daumen dankt es einem einfach. Das ist so wunderbar gemacht, da kann sich wirklich alles, was ich hier habe, eine Scheibe von abschneiden. Das ist beim Sebi nicht so gut gelöst, was auch schon toll funktioniert. Oder beim Megalodon ist ähnlich schön, ähnlich weich, ähnlich sauber. Das ist schon auch wirklich großartig. Und ich sage ja auch immer, das Megalodon ist mein Budget-Chirurgorov. Ich bin echt froh, dass das Real Steel bzw. Carstentech dieses Modell aufgelegt hat zum bezahlbaren Preis, weil das ist von der Performance nach meinem Empfinden nochmal eine Ecke besser als das Chiro. Rein technisch ist das Chiro sauberer und besser. Hier hat man halt noch so ein paar Dinge wie das geschlossene Kugellagersystem, das ich sehr, sehr cool finde. Aber ansonsten ist das schon einfach ein Messer, das ungeheuer viel Spaß macht. Gerade beim Flippern habe ich ein ähnliches Empfinden. So genial läuft das wie beim Chiro. Und ja, der Preis macht es einfach möglich, dass man dieses Empfinden dann hat. Ich zumindest, ähnlichen Spaß zu haben, als Ich wenn ich finde einen nach wie Chiro auf vor, hätte. Die Lanyard-Hülse, die Fangriemenhülse hier, die einseitig an der Griffplatine angebracht wurde, tricky, geht halt nicht durch die andere Seite, sondern nur eine Seite. Ja,
Sieht einfach interessant aus. Mittlerweile würde ich komplett drauf verzichten, aus optischen Gründen, aber ich finde es okay. Also es macht mir überhaupt nichts aus. Es überwiegt einfach nur der Eindruck, dass es tricky ist, dass ich es mag und von daher ist das echt gut. Alles ist weich gerundet. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwann mal kurz so, au, ja, könnte ein Hotspot sein oder sonst was. Liegt mir ganz wunderbar an der Hand, dieses Messer. Stabil, robust, rasant, technisch top. Also ich würde eigentlich immer nur die höchsten Noten vergeben. In der Performance empfinde ich es als, je nachdem, was ich mache. Pappe ging ganz wunderbar. Essen ging auch sehr gut. Schnitzen war okay bis gut. Da bekommt es schon sehr gut. Andere Messer habe ich noch vielfältiger empfunden. Wie zum Beispiel das Rift von Benchmade. Aber das hat auch immer was damit zu tun, wie einem Messer einfach liegen. Und da hat mich das Rift komplett abgeholt. Mit eins der besten EDC-Messer, welches ich kenne, welches ich habe. Und gewinnt dann natürlich durch ein paar andere Punkte, wie diesen traumhaft seidigen Axis Lock, dem 154 cm, der sich so gut geschlagen hat an diesem Modell. Der für meine Hände sehr gut passende ergonomische Griff. Und ja, einfach die universelle Einsatzmöglichkeit, die dieses Messer mir bietet, dass ich jedes Mal begeistert war, das ist dann noch so mal ein Pluspunkt, gepaart mit dem Preis, was dieses Messer kostet, gerade wenn man es aus den USA relativ günstig beziehen kann, macht dieses Messer dann ganz besonders für mich. Und das ist dann neben all den Pluspunkten bei diesem Messer natürlich für mich einer der Negativfaktoren, der Preis. Der ist natürlich ganz klar an 1. Ansonsten gibt es da wirklich nicht viel zu sagen, was mich stören würde. Der Flipper ist eine 10 von 10, der ist traumhaft, Verarbeitung ist top. Man hat hier dadurch, dass also die Klinge ist extrem, für ein Taschenmesser haben wir eine extrem breite und lange Klinge. Es gibt kaum Messer, die so eine lange Klinge haben, wie das Shiro. Es wirklich gehört zu den Messern von der Gesamtlänge. Mit der Klingenlänge gibt es kaum Messer, das so eine lange Klinge hat wie das Shirogorov. Unglaublich breit ist sie noch dazu. Wenn man das so jetzt sieht, mag man kaum glauben, dass diese Klinge denn hier in dem Heft verschwindet. Tut sie dann aber. Es bleibt natürlich ein Überstand, auch ein optisches Mängel, wenn man sehr auf Design achtet oder so, weil hier einfach ein paar Millimeter fehlen. Da hätte man eventuell ein kleines Dach noch rüberbauen können, so ein Überstand hier, dass der hier oben halt anschließt. Das wären dann nochmal so 3 Millimeter gewesen. Dünn und in seiner Form dann halt geschwungen, dass er sich hier über den Stopp-Pin legt. Wäre dann optisch ganz schön geschlossen. Wie es denn aussehen würde, ja, nicht geschlossen, geöffnet, nein, natürlich. Wie es dann aussehen würde, geschlossen, ist halt die Frage, müsste ich wirklich jetzt sehen. Sehe es wirklich dämlich aus oder sehe es ganz gut aus, wenn es hier den Anschluss hat zum Griff? Müsste man sehen, weiß ich jetzt nicht. Und mich stört es auch nicht weiter, aber es gibt durchaus Leute, die empfinden das einfach als Bruch in der Gesamtlinie. Die achten auch darauf, wie ein Messer geschlossen aussieht und das könnte man noch anführen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist die Schneide, mal sehen, ob ich das irgendwie eingefangen bekomme, ganz, ganz weit nach oben ran, da kann eigentlich nichts passieren. Also mir ist da jetzt nie was passiert, aber wenn ich mit dem Finger, wenn ich den Finger reindrücke, spürt mein Fleisch schon, dass da die Schneide ist. Das nur einfach mal als Information. Beim Flippern kann nichts passieren und eine andere Möglichkeit, das Messer zu öffnen, außer mit zwei Händen. Mit einem wird's schon relativ schwer. Naja, geht bestimmt. Ich habe es jetzt gar nicht probiert. Na, der Detent hält schon extrem. Also einhändig wird es echt schwer. Ich behaupte mal, es geht. Ich kriege es jetzt aber nicht hin. Ja, das ist schon Dedicated Flipper. Und so funktioniert das auch. Da muss man sich also keine Sorgen machen. Das sind halt wirklich so die Mini-Faktoren. Dass dadurch, dass man so eine breite Klinge gebaut hat, die Schneide halt hier oben an den Klingenrücken sehr nah rangeht.
Das mit der Achsschraube bezieht sich nur auf dieses Modell, ein bisschen schraubenfest, dann ist das auch weg. Und das sind wirklich Minimalspunkte. Das ist noch nicht mal Kritik, das ist einfach nur eine Anmerkung rein der Information halber. Der Preis ist so der Hauptknackpunkt. Der versaut mir so ein bisschen das Messer. Bei 400 Euro würde ich wohl anfangen zu überlegen. Das wäre vielleicht was, wo ich dann bereit wäre zu sagen, jupp, wenn ich dann das Geld gerade habe, könnte ich machen, aber ich glaube darüber nicht, obwohl ich das vom Empfinden her das Messer das wert ist. Das ist schon ein Messer, das wächst wirklich mit jedem Tag, wie beim Sebenza von Chris Reeve. Aber ich bin halt einfach an dem Punkt, dass ich sage, das Shiro ist nicht besser als das Megalodon. Ich finde, es ist besser verarbeitet als das Megalodon, obwohl ich das top finde. Es ist ein absolut großartiges Messer. Ist es so von der Gesamtheit einfach ein bisschen sauberer eingestellt noch. Kleine Nuancen, aber trotzdem, da würde ich den Punkt dem Shiro geben. Aber was ich eigentlich nur sagen wollte, ich würde halt das Geld nicht ausgeben für dieses Messer. Es wäre mir einfach ein bisschen zu viel. Einfach weil man auch immer noch andere Varianten bekommt, beziehungsweise ich habe, wie das Exorcist, welches ich optisch mindestens genauso cool finde wie das Shiro, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe mir jetzt im Kopf noch nicht die Frage gestellt, wenn ich mir dann eins aussuchen müsste, welches ich nehmen müsste. Da ich mich eigentlich kenne, bin ich mir recht sicher, dass ich das Exorzist nehme. Wenn ich was mit dem Messer verbinde, dann ist das immer schwer abzulegen. Auf jeden Fall ist das auch ein großartiges Modell, das viel, viel bietet. Und es gibt natürlich viele andere Messer, die einfach ganz andere Punkte haben, die ansprechend sind für andere Leute. Wie ein Schweizer Taschenmesser, das einfach multifunktional daherkommt, das nur einen Bruchteil dessen kostet, viel mehr Umfang hat und bei pfleglicher Behandlung ohne Missbrauch ebenfalls ein Leben lang halten kann. Das spricht dann einfach für andere Messer. Und wenn ich sehe, was dieses Real Steel Tor mir schon an Freude bereitet hat, das habe ich jetzt dieses Jahr auch viele Wochen getragen. Das ist schon, wenn man da ein sauber eingestelltes Modell erwischt von Real Steel, dann bekommt man hier für 50, 60 Euro ein großartiges Messer mit einem tollen Kugellager, also mit einem günstigen Kugellager, welches wirklich gut funktioniert. Das ist schon ein großartiges Messer. Bin ich sehr, sehr beeindruckt von diesem Modell. Und so ein Messer macht mir halt wirklich auch sehr, sehr viel Spaß. Vielleicht nicht ganz so viel Spaß wie ein Shiro, aber letztendlich liegt das dann auch größtenteils mit an der Exklusivität und der Optik. Rein aber an der Performance und an der Verarbeitung dann schon fast nicht mehr. Denn hier ist auch alles einfach annähernd perfekt und ich mag einfach das nicht ablegen wollen, dass mir günstige Messer genauso viel Spaß machen können wie teure Messer. Ja, und das Benjamin Drift erwähnte ich ja schon. Gibt immer Alternativen zu diesen Grail-Messern, zu diesen Wunschmessern, Traummessern. Das wird für mich weiterhin ein Traum bleiben. Ich bedanke mich nochmals jetzt bei Mike, dass ich es einfach mal auschecken konnte. Das ist hat eine Menge Spaß gemacht, dieses Messer zu nutzen. Ich würde wirklich sagen, es ist ohne Fehl und Tadel. Da muss jeder natürlich für sich gucken. Andere würden sagen, es ist zu schwer. Titan wiegt ja, obwohl es leichter ist als Stahl, doch einiges. Andere würden natürlich sagen, es ist viel zu groß. Dann das Empfinden von Titan, dass es zu slicky, zu slippy, zu rutschig ist, das ist mit Sicherheit auch da. Ich habe damit eigentlich keine Probleme. Wie gesagt, gibt immer Dinge, die man verbessern könnte. Ich hätte die Klingenstärke ein bisschen weniger auf 3 mm und. Aber trotzdem würde ich dem Messer eine absolute Bestnote geben. Das bleibt für mich eine glatte 10 und die Abzüge kommen dann über die B-Note, über den Preis. Und das ist halt der Grund, warum sowas auch für mich weiterhin ein Traummesser bleiben wird. Ja, gut, das war's zum, ich würde es mal als Update-Video zum Shiro, zum T95
Flipper. Und als nächstes steht jetzt im Frühjahr 2016 dieses Modell hier an, das Benchmade Striker in der Carbon Fiber Variante mit dem CPM M4 Stahl. Ja, das Messer habe ich jetzt gerade am Mann. Ganz frisch noch, außer die perfekte technische oder annähernd perfekte technische Verarbeitung und die coole Optik kann ich hier noch nichts groß erwähnen. Der Rest wird sich zeigen, wie gut dieses Modell dauerhaft funktioniert. Soweit ist alles großartig. Dazu dann auch im Laufe des Jahres 2016 irgendwann mal ein kleines Update und Fazitvideo. Alles klar, ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt. Ja, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.